Ja, nach ungefähr einer Stunde könnt ihr erkennen, wie Iserun und Abelmir eintreffen. Kiaras hat sich wohl verabschiedet und will die Villa Karinor für Harmonie vorbereiten, so sagte er. Nein, ich möchte gehen und mich betrinken nach dieser verdammten Baumjagd. Also im Prinzip dasselbe, nur anders ausgedrückt. Iserun, da seid ihr ja. Der Answin hat euch gesucht. Aber jetzt ist er weg. In Ordnung? Du Wollt ihr merkst, Rafi was? macht seine Brusttasche auf, holt ein paar Zettel heraus. Ist für dich. Aha, was ist das? Sieht nach einem Brief aus. Eine Karte, die ich nicht aufmachen sollte, und er hat so ganz viele komische Notizen geschrieben. Was hat er denn genau gesagt? Ja, er wird jetzt Speer, er geht in die Finstermark. Wie heißt euer Marschall nochmal? Ach, Wertling, genau. Wertling schickt ihn dahin. Bei der KGA war er auch schon. Da hat er irgendwie sonst hätte von der Wand verbrannt, weil der Chef von der KGA, wie hieß der nochmal? Rondrigan Paligan. Der auf Rohaya steht, genau. Der ist auch weg. Weil der ist jetzt auch in der Finstermark und der sucht Rohayas Leiche. Und es gibt keine KGA mehr. Also, ich weiß nicht, ob erstmal oder. Endgültig, aber eins von beiden. Wer vertritt ihn im Heldenrat? Ich guck mal auf den Zettel. Steht hier jetzt nichts so? Wird da nichts zu gesagt haben. Ja, Iserun kann die Stenografie entziffern. Es gibt jetzt wohl einen Melchior-Dragentod. Das ist wohl derjenige, der der Legende nach gegen Raedri Conchubair gewonnen hat. Und der soll jetzt wohl aufgetaucht sein und sich dem Heldenrat angeschlossen haben. Ach der, über den stand doch immer was im aventurischen Boten drin. Ach, das ist ein Name, das Ding. Ich dachte, der hätte einfach nur geflucht. Ja, das ist ein sehr guter Schwertkämpfer. Oh, schön. Ja, und der soll den jetzt anscheinend vertreten hier oder so. Rafim, erinnert euch, was hat er genau gesagt? Er hat alles aufgeschrieben, was er gesagt hat, weil er so viele Namen gesagt hat. Aber mir, kannst du dir diese ganzen Namen merken? Die heißen alle gleich im Mittelreich. Ja, ich kann mir mehr als zwei Namen merken. Rafim nickt dir erstmal anklickend zu. Was steht denn hier? Statuen. Er hat noch mehr Statuen gefunden. Ach, richtig. Ja, genau. Da steht auch, wo er die gefunden hat. Das weiß ich auch schon nicht mehr. Taverne voller Humpen. Kenne ich nicht. Preios-Tempel der Gerechtigkeit. Den kenne ich. Ja, da hat er gesagt, Jalan, weißt du, wo das ist? Was macht Jalan da hinten übrigens? Der schmollt. Warum denn das denn schon Was? wieder? Also das mit der Beichte ist jetzt Was so hast du gemacht? mittelmäßig gelaufen. Was hast du gemacht? Ja, also gemacht ist jetzt ein hartes Wort. Ich habe meinen Standpunkt dargelegt. Und wie hieß der alte Mann mit Bart nochmal? Arius Wulfen. Richtig. Der hat meinen Standpunkt Von nicht Wulfen. geteilt. Von Wulfen, Entschuldigung. Der hat meinen Standpunkt nicht geteilt und war dann auf einmal mega sauer auf Janan. Aber den Zusammenhang habe ich auch nicht verstanden. Ja, und dann wollte er mich, hat er mir geschworen, mich umzubringen, aber das passiert schon mal. Wie Arius von Wulf hat geschworen, dich umzubringen? Nein, Jalan, wenn das nächste Mal, wenn ich irgendwie Scheiße baue, will er mich umbringen. Hat bei allen 12 Göttern geschworen. Ah, das passiert schon mal. Sein. Aber, was ich euch sagen muss, der Mann hatte eigentlich ganz gut Verständnis für uns. Also der von Wulf, der wollte uns nur nicht vergeben. Warum auch immer. Er hatte Verständnis für euch oder für Jalan? Ach so, nein, für keinen von uns, aber der Mann ist sehr nett. Ach so, dann sagt es doch. Es ist ein sehr verständnisvoller Mann, aber scheinbar haben wir diese Grenze überschritten. Verständlicherweise. Und jetzt? Vielleicht solltet ihr euch zu dritt einmal zusammensetzen. Ihr und Kiaras und Jalan. Und Ach, ich hab die nicht mal Luft ein bisschen zurückgehauen. Ich hab nicht reinigen. mal zurückgehauen. Er hat euch geschlagen? Zweimal. Also zweimal das probiert, einmal hat er getroffen. Aber nichts Schlimmes. Nichts Schlimmes. Eigentlich haben wir doch genug anderes zu tun. Wieso? Ja, aber so eine kleine Prügelei, Iserun, die versüßt einem schon den Tag. Seit dieser Goldschmied, der aufgetaucht ist, geht irgendwie alles schief. Das ist richtig. Ja, ich habe überlegt, ob ich die nochmal anpacke, aber ich glaube, dann rastet Jalan richtig aus. Also lasse ich das jetzt erstmal. Wir sollten wirklich Keras aufsuchen. Vielleicht kann er etwas wie.
Harmonie unter uns bringen. Wo ist er denn? Er muss es sogar tun. Ach, er ist schon in der Villa. Er wollte dort ein bisschen, wie sagte er, dekorieren oder so? Irgendwas vorbereiten. Essen vielleicht, oder so. Vielleicht gibt es eine alanfanische Party. Das wird super. So eine Feier aus Alanfa. Ja, aber ich unterbreche wichtige Dinge, die wir eigentlich tun sollten. Entschuldigt. Also, guck doch mal diesen Zettel. Mhm. Ja, also diese Statuen müssen wir uns auf jeden Fall auch anschauen. Wisst ihr, wo diese Taverne ist? War einer von euch schon mal dort? Nein, Name sagt mir nichts. Aber keine Ahnung, ich schau mich mal. Ja, Soldaten sind hier keine mehr, die hätte ich sonst gefragt. Ja, müssen wir mal ein paar Straßenkinder fragen, wird schon nicht so schwierig sein. Das stimmt wohl. Wir müssen aber auch immer noch das Teil holen vom Zwölfgötterplatz. Ihr meint die Statue. Richtig, die Statue. Das könnten wir eigentlich so um den Sonnenuntergang herum machen. Dann dürften ja nicht mehr so viele Leute. Ja, aber die schlafen da, hat doch immer erzählt, dass sie da auch schlafen. Wo ist dieser kleine Streuner eigentlich? Ich nehme an, der sitzt da unten immer noch in der Zelle. Was macht der da so lange? Ja, keine Ahnung. Vielleicht schläft der. Ja, der sah auch echt fertig aus. Vielleicht ist er einfach eingepennt, weil er müde war. Naja, man muss schon zugeben, wir hatten ein paar sehr anstrengende Tage. Das ist wohl wahr. Ja, vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass er früher Bettler war. Jetzt ohne darauf hinabzuschauen, aber das ist halt ein ganz anderer Hintergrund als Kampfmagier und auch was immer du bist, Abelmir. Vielen Dank für diese Blumen. Pisarun grinst dreckig. Ja, dann erhebt sich dann auch von dem Tempel und kommt wieder zu euch rüber. Wir greifen Mund. Magistra, Magistra. Ich sehe schon, es herrscht gedrückte Stimmung zwischen euch beiden. Ah. Ach, ich habe mich schon wegen viel schlimmerer Dinge in den Söldneinheiten gestritten. Das ist noch nichts. Ihr sollt euch aussprechen. Ich habe ihm alles gesagt, was er hören muss. Manchmal ist das, was man nicht sagt, wichtiger als das, was man sagt. Vielleicht ist an euch doch hier ein Raja-Geweihter verloren gegangen, habe mir. Na, ich könnte niemals. Ich kehre es schon wieder. Er ist in der Villa. Er bereitet einen kleinen Umdruck vor, um die Stimmung etwas zu heben. Und wo ist euer grauberobter Kollege? Ihr meint Iolaos? Den. Den hatte ich hier in der Residenz zurückgelassen. Er wollte sich einige Unterlagen noch ansehen mit dem Kollegen Gorbas. Und dann sollten wir uns den doch wohl mal vornehmen. Sicher, wenn sie noch hier sind, suchen wir die sofort auf. Ansonsten werden sie zurück in der Akademie sein. Aber es sah so aus, als hätten sie hier noch einiges zu erforschen. Wo streunt Ömer eigentlich rum? Den habe ich den ganzen Tag schon wieder nicht gesehen. Entweder schläft er da unten noch in der Zelle oder... Ja, eigentlich müsste da noch sein. Sagt Yalan, ist euch bekannt, ob Bäume schon öfters in der Stadt herumgelaufen sind? Wir haben ich bin nicht zu solchen Späßen aufgelegt. Das ist kein Spaß. Ihr kennt mich. Ich mache niemals über solche Sachen Späße. Yalan macht kurz den Mund auf. Überlegt einen Moment. Und macht ihn wieder zu. Das stimmt. Späße macht ihr eigentlich zu wenig, Abelmir. Das sollten wir mal drüber reden. Aber was redet ihr von laufenden Bäumen, Abelmir? Waldschrat oder was meint ihr? Lass mich einfach ausreden und hört zu und stellt am Ende Fragen. Also, ein riesiger Baum ist anscheinend ausgehend von der alten Residenz Richtung Nordwesten gewandert. Dieser Baum, eine uralte Blutbäume, stand anscheinend schon seit, wir vermuten, der Gründungszeit Garets hier in dieser alten Residenz. Wir vermuten, beziehungsweise ich vermute, dass er in Richtung des alten Reichsfrost gewandert ist. Vielleicht um seine Verwandten zu sehen? Seine letzten Verwandten? Ja, also das ist jetzt eure Spekulation. Vielleicht ist es ja auch... Ja, das ist irgendwie so ein Baum, der ist da wohl rumgelaufen. Kann natürlich auch sein, dass der jetzt irgendwie dämonisch verseucht wurde. Immerhin, der Schänder der Elemente hatte hier seinen ganzen Krempel draufgeschmissen. Der Baum ist seine Verwandten besuchen gegangen? Aber mir ist ja, hast du meinen Boronwein gesoffen? Nein. Es ist ein uralter Blutulmer.
Abelmir. Das ist der Hesindebaum, glaube ich. Exakt dieser. Ja, aber die laufen doch nicht. Normalerweise nicht. Könnt ihr dann mit dem Part anfangen, warum der Baum laufen kann? Ich weiß es nicht. Wir wollten ihm folgen, aber nun ja, seine Spur verlor sich im Dunkel der Nacht. Ja, wir haben jetzt wirklich andere Sachen noch zu tun. Ich werde das im Mesinde-Tempel vortragen und die werden dann hoffentlich wissen, was zu tun ist oder was das für ein Ding sein kann. Und wenn die dann meinen, dass es irgendwas Gefährliches, dann gehen wir halt hinterher. Wie schnell bewegt sich denn so ein Baum? Nun, er entkam uns zumindest zu Fuß. Also nicht so langsam, vermute ich. Das war schon ein schneller Baum. Das ist seltsam, sowas zu sagen. Das klingt wirklich sehr seltsam. Ein Rennbaum, könnte man fast sagen. Ein Rennbaum? Ja. Vielleicht habt ihr den ersten entdeckt. Möglicherweise. Ja, aber ja, jetzt sprechen wir doch mal mit dem Iodar aus da. Ja, wenn ihr euch ein bisschen umschaut, könnt ihr sowohl Eltern Gorbas noch hier finden, der gerade oben steht und die Gargüle nach und nach abzeichnet. Hat er wohl 3-4 verschiedene Staffeleien, hat er dann eine Kohlezeichnung angefertigt, eine mit Wachsmalfarben, eine mit Wasserfarben und aus den verschiedensten Perspektiven dann gezeichnet, sodass auf dem Dach überall Staffeleien rumstehen. Und Iolaos sitzt gerade in einem der Zelte, neben sich 3-4 verschiedene Bücher und ja, recherchiert da wohl gerade. Beeindruckend, was ihr anrichten könnt, wenn ihr Farben habt. Seid ihr sicher, dass die Perspektive richtig ist? Abelmir! Seht ihr denn nicht dieses wunderschöne Antlitz? Ich malte eh mal in der Stunde ihres Triumphes. Ich habe nur noch nicht diese Lanze gesehen. Wenn ich sie gesehen hätte, dann... Ich arbeite noch an der Lanze. Die Lanze können wir euch bringen. Wirklich? Die Lanze? Ja, aber wisst ihr, Iolaos hatte wichtige Studien. Gar wichtige Studien. Da soll ich nicht stören. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich nicht stören. Als würde ich stören. Natürlich. Dabei habe ich ihn nur 3-mal gefragt, ob er mir den Pinsel reichen könnte. Und nach 5 Minuten warf er mich hinaus. Ihr kennt doch die Graumagier. Die haben einfach keinen Sinn für die schönen Dinge im Leben. Ja. Habt ihr keine Gehilfen für sowas? Handreiniger? Meine Gehilfen halten es für wichtiger, die Stadt von Trümmern zu befreien. Könnt ihr euch das vorstellen? Und die Akademie stimmt ihnen zu. Ja. Tja. Mein Herz, Abelmir, es hat geblutet. Aber es hat noch viel mehr geblutet, als ich von euren Dämonentüfflereien erfahren habe. Ja. Wer erzählt sowas? Ich saß letztens bei einer gepflegten Tasse Tee und einem Quintenkeks. Ja, müsst ihr wissen, ein guter Keks. Saß ich da und dann hörte ich, dass ihr euch nicht nur aus der Weißen Gilde zurückzieht, sondern in die Graue eintretet. Aber Abelmir, ihr wisst doch auch genau wie ich, die Graue, das ist doch nur ein Schritt. Das ist doch nur noch so ein kleiner Schritt bis zur Schwarz. Nein, das verschiedene. Ich sah euch schon in der schwarzen Robe, wie ihr beim nächsten Konvent auftaucht. Mein Herz. Kollege Gorbas, das sind nur Gerüchte. Es ist zwar wahr, dass ich in die Graue Gilde gewechselt bin. Ja, ich bin gewechselt. Aber das hatte, nun ja, tiefreichende Gründe. Liegt es an eurer Paktiererei, wie man sagt? Wer erzählt denn so ein Blödsinn. Habt ihr euch wirklich auf eine junge Studentin gestürzt und wurdet herausbefördert? Was? Isa, warum erzählt sie ihr so ein Blödsinn? Aber Abelmir, davon habe ich ja noch gar nicht gehört. Was habt ihr mit dieser Studentin angestellt? Das stimmt nicht. Ich habe weder jetzt noch in Zukunft vor, eine junge Studentin zu bespringen, um was auch immer zu tun. Warum sollte man sonst... den edlen Haupt ablegen des weißen Magierhutes. Da konnte ich mir nur die schlimmsten Dinge vorstellen, Abelmir. Was könntet ihr sonst für einen Grund haben, euch von uns abzuwenden? Ich habe das auch nicht ganz genau verstanden, aber der Komplikatus Primus hat ihn tatsächlich hinausgeworfen. Irgendwas muss da kaputt gewesen sein. Diese elenden Restriktionen, die diese Gilde mir aufgelegt hat, ich konnte sie nicht mehr ertragen. Restriktionen? Unsere moralische Festigung ist das Einzige, was uns von diesen widernatürlichen
Leuten, die Magie einfach so benutzen, ohne sie wirklich zu verstehen. Wollt ihr einfach den Codex Albiricus anzweifeln? Ich kann ihn verstehen. Den Codex? Ich meine... Ich habe mein Exemplar gleich hier. Wir können sofort noch mal... Ich hatte schon ein Exemplar bekommen. Es liegt, glaube ich, unter einem Schrank. Ich glaube, ja. Er wackelt ein wenig. Im Schrank. Man hat es immer bei sich zu tragen, Abelmir. Das... Wozu? So viele Schränke gibt es nicht, die wackeln. Zum ständigen Studium natürlich. Also wirklich, das Einzige, was mich noch beruhigt, Abelmir, das Einzige, was mich noch nachts schlafen lässt, ist, dass die gute Frau Spogitzen ein Auge auf euch hat und euch sofort Prios Gerechtigkeit übergeben wird, wenn ihr wirklich so tief fallt, wie ich das befürchte. Sonst würde ich nicht mehr in den Schlaf finden. Nur weil ich in der grauen Gilde bin, heißt das lange nicht, dass ich mich nicht an gewisse moralische Restriktionen halte. Ich fand es bloß unerträglich, diese Beschränkung der Forschung und des Wissens. Für jeden Krams muss man eine Ausfertigung machen, in dreifacher Sache dieses dokumentieren, alles beantragen, jeden Furz, jeden Bleistift muss man... Aber genießt ihr das denn nicht, Abelmir? Das Beantragen einer neuen Forschung. Es ist der Beginn etwas Wunderbarem. Die Forschung ja, aber nicht, wenn ich ein Stück Papier brauche oder wenn ich ein bestimmtes Metall brauche oder wenn ich ein bestimmtes Buch brauche und dieses sich tagelang hinzieht. Diese Restriktion, das ist furchtbar. Wie könnt ihr so arbeiten? Aber mal bei der Wahrheit. So furchtbar ist das nun gar nicht. Also ihr übertreibt schon arg. Ihr seid noch nie in der Bibliothek der Weißen Gilde gewesen. Ihr seid nur draußen bei der Feldforschung. Habt ihr schon niemals ordentliche Forschung betrieben in einer Bibliothek? Na, was ist denn das hier für ein Radau schon wieder? Habe ich nicht gesagt, ich arbeite... Ja, Herr Iola, ich habe mich auch ganz ruhig verhalten. Aber dann kam er... Magister Iolaus, ihr versteht mich. Berichtet hab. Werter Kollege Abelmir. Ja, ich habe bereits Gerüchte gehört von eurem landlosen Fall und euren legendären Missetaten. Was für Missetaten? Ihr seid also diese Quelle dieser Gerüchte. Was? Aber er sträubt sich dagegen. Also, das mit der Studentin scheint wohl wirklich nur ein Gerücht gewesen zu sein. Habt ihr diese Gerüchte verbreitet, Iolaus? Also nein, das hätte ich ja nicht von euch gedacht. Den weißen Gilden hört man das, Abelmir. Niemand konnte sich sonst erklären, wie sonst einer von eurer edlen Akademie so tief fällt. Aber wir leben in harten Zeiten. Aber, und ich denke, manchmal sind uns diese Beschränkungen ein wenig zuwider auf dem Weg. Seht ihr? Selbst Jala versteht mich. Das sollten sie aber nicht sein. Immerhin ist es das, was uns vom Chaos fernhält. Es ist aber auch das, was uns davon abhält, unsere Feinde ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Genau. Ihr tragt die Zeichen des Priors und ihr gebt solche Worte von euch? Also, nun muss ich ja wirklich an euch zweifeln. Manchmal muss man eben die Sache ein bisschen härter angehen. Deswegen sind wir nicht hier. Iolaus, erzählt uns mehr über diese Ketzerei, derer ihr euch ja scheinbar gut auskennt. Ah, ja, natürlich. Ah, genau, deswegen hatte ich auch nachgeforscht. Ich habe mich ein wenig verloren in der Bürokratie des Reiches. Sehr grobe Buchführung, muss ich sagen. Und erst die Finanzgebung, also wirklich, wer auch immer für die Schatzkammer zuständig war, ist ein Stümper. Das war nicht Bestandteil eurer Studien. Ich habe mich ein wenig in den Unterlagen verloren. Ja, die könnt ihr mir gleich wieder aushändigen. Natürlich. Die liegen alle dort hinten irgendwo im Zelt. Aber, ja, natürlich. Wo waren wir stehen geblieben? Diese selbe Sekte. Stellt Fragen. Was wisst ihr über diese Sekte? Ah, das ist eine so grobe und allumfassende Frage. Stellt doch lieber zielgerichtete Fragen. Also wirklich, aber ihr solltet das wissen. Woher wisst ihr von dieser Sekte? Ah, das ist schon eine bessere Frage. Nun, ich habe zum ersten Mal über diese Sekte erfahren von meiner werten
Meisterin, sie ist seit vielen, vielen Jahren auf der Suche nach Anhängern dieses Erzdämons, dieses namenlosen Schreckens, dieses widerlichen Rattengötzens. Sie hat sich auf die Inseln in den Zyklopen zurückgezogen an den Rand eines Vulkans, um dort neue Magier auszubilden und nun Zeit zu sparen, um eine neue Offensive vorzubereiten. Ich selbst habe mich auf den Weg gemacht, um mehr herauszufinden, ob ich vielleicht Spuren dieses Kultes finden kann, und offensichtlich erfolgreich. Woran erkennt man diesen Kult? Hat er bestimmte Markenzeichen? Ah, genau das ist der Clou daran. Sie sind fast gar nicht zu erkennen. Nein, sie sind gar geheimnisvoll, könnte man behaupten. Der Grund, warum sie so zahlreich sind und sich überall verstecken können, ist, dass sie nicht nur listig sind, sondern auch geschickteren Lügen zu spinnen und sich zu verstecken. Offensichtliche Zeichen wie bei anderen Paktierern gibt es fast keine. Es gibt einige, die zu tief gefallen sind, könnte man behaupten, und offensichtliche Merkmale haben. Das Fehlen eines Schattens, das übermäßige Behängen mit Gold, nicht zu verwechseln mit sehr effektgefälligen Händlern natürlich, da muss man aufpassen, ich habe bereits einmal den Fehler gemacht. Auch tragen sie gerne Purpur, könnte man behaupten, und sie neigen dazu, sich selbst zu verkrüppeln. Und wie schützen sie sich vor den Einflüssen der Götter? Das ist die Frage. Darüber gibt es viele Spekulationen, Theorien. Genau zu sagen ist es nicht. Sie wirken eine Art von Magie, die nicht als solche zu erkennen ist. Sie haben einen Schutz vor eben jener Magie und vor dem Göttlichen, das nicht bestimmt werden kann. Wie genau sie es tun, wir wissen es ganz ehrlich gesagt nicht. Es gibt Theorien darüber, was für eine Domäne dieser Dämon innehält und weshalb andere göttliche Wirken ihn nicht erkennen können. Es gibt Möglichkeiten. Von hohen Geweihten habe ich gehört, dass es möglich ist, sie mit einer großen Seelenprüfung zu erkennen, wenn auch nur schwerlich. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, laut den Annalen des Götterzeitalters ist doch dieser 13. Erzdämon in den Sternen gekettet, oder nicht? Ah, ja, sehr gute Information. Durchaus. Er wurde angeblich den Legenden zufolge zerstückelt und in alle Himmelsrichtungen verteilt, sodass er vieles seiner Macht eingebüßt hat und jetzt nur noch wirken kann durch seine fanatischen Gläubigen, die er zugegebenermaßen mehr als gut beherrscht. Auch beherrscht er über verschiedene Dämonen. Einer zum Beispiel repräsentiert seine immer wieder wachsende rechte Hand. Ob es wahrlich die Hand des Dämons ist, ist dabei bestreitbar. Haben diese Dämonen noch Namen? Oh ja, es gibt viele Namen. Ich möchte sie natürlich nicht aufzählen, aufsagen, aus bestimmten Gründen, aber ich könnte sie euch aufschreiben bei Gelegenheit. Ach, das werden doch die Tagesherrscher dieser Tage zwischen den Jahren sein. Oder nicht? Das sollte man meinen. Doch auch bestreitbar. Ich dachte, einen Tagesherrscher zu beschwören wäre eine reichlich involvierte Angelegenheit, so wie bei Werheim. In der Tat, die Tagesherrscher herrschen über die Tage des Namenlosen, doch ob sie wirklich mit ihm in Verbindung stehen, wir haben noch keinen wirklichen Zusammenhang gefunden. Sie sind eher freie Dämonen, ohne Domäne. Ohne Erzdämon, dem sie schuldig sind. Interessant. Scheint mir relativ reichlich verworren.
Es ist verworren, es ist nicht viel bekannt. Was bekannt ist, dass er ein Dämon ist, dennoch mit anderen Dämonen im Krieg steht. Wie ihr sicherlich wisst, stellen die Erzdämonen das pure Chaos dar. Doch das Namenlose ist weniger Chaos und mehr das pure Böse. Ein Feindbild gegenüber allen 12 Kirchen, nicht einer bestimmten. Ein Feindbild alles Lebens. Es sind Fälle bekannt, in denen sich Sektierer von dieser Sekte abgewandt haben und man ihre Seelen wieder erretten konnte. Ich fürchte, darüber wird sich auch gestritten. Es gibt keine Möglichkeit, jemanden, der einmal diesen Dämon verfallen ist, zu retten. Ob man sie töten soll, ob man sie einsperren soll. Wenn man sie einsperrt, nun können sie immer wieder zu ihrem Dämon beten und um neue Gaben, neue Geschenke bitten, um zu entkommen. Sie sind sehr einfallsam in diesem Bereich. Man kann sie nicht festhalten, aber wenn man sie tötet, woher weiß man, ob man sich einfach ihrem Dämon opfert? Gibt es eine Möglichkeit, sie von ihrer Verbindung zu ihrem Herrscher, zu ihrem Erzdämon zu trennen? Eine Art Bannkreis? Nun, das wäre zu einfach, denke ich. Ein einfacher Bannkreis. Nein, so etwas wirkt nicht. Nicht, wenn man einen genauen Namen hat oder einen genauen Dämon, gegen den man kämpft oder dem gegenübersteht. Zumal, wenn herkömmliche Magie nicht wirkt, wird wohl auch ein herkömmlicher Bannkreis nicht wirken. Wir müssten vielleicht erst einmal analysieren, auf welche Art und Weise sie sich vor magischer Entdeckung schützen. Wie genau wollt ihr das anstellen? Eben das ist das Problem. Iolaos sagt einmal, wirken diese Sektierer wirklich Magie? Oder sind das einfach diese erzdämonischen Kräfte, die da in ihnen wirken?